So, ich habe hier heute den automatischen Seifenspender. Die Bedienungsanleitung ist leider nur auf Englisch, deswegen habe ich nicht alles so richtig verstanden, glaube ich. Allerdings hat mein Englisch dafür gereicht, um herauszulesen, dass man das Gerät halt mit per USB auflädt. Da ist hier der Anschluss. Dann hat man hier eine einfache Bedienung oben an dem Knopf. Und zwar kann man hier durch einfaches Antippen die verschiedenen Mengenstufen einstellen. Und reingefüllt wird halt, oder das Mischverhältnis ist ein Drittel Seife mit zwei Dritteln Wasser. Wenn man da Seife pur reintut, dann wird die Seife nicht transportiert, weil hier unten in dem Aufnehmer ist ein Sieb drin und das muss halt schon recht dünnflüssig sein. So, wenn man das Mischverhältnis ungefähr hat, stellt man sich halt die gewünschte Mengenzufuhr ein und dann kann man einfach durch einfaches Drunterhalten, sieht man dann, da kommt eine schaumische Masse raus, die ausreicht, um sich die Hände vernünftig einzuseifen und abzuspülen und fertig ist sie super. Ne? Also das ist vollkommen okay. Ist ein bisschen aufwendig mit der Mischerei, ne? Aber es funktioniert einwandfrei. Da kann man nichts gegen sagen. Und von daher scheint mir das Ding ganz in Ordnung. Obwohl so ein Hingucker ist es nicht. Ne? Macht es optisch nicht gerade unbedingt was großartig her. Aber man braucht keine Batterien durch den USB-Anschluss. Es funktioniert und das ist erstmal die Hauptsache, würde ich sagen. Ja? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachdem ich immer wieder feststellen musste, dass wenn man Schaum entnommen hat, eine gewisse Schaumblase hier unten, nicht Schaumblase, sondern hier unten sieht man dann, dass ein Rest hängen bleibt. Und damit das nicht hinterher runtertropft, habe ich dann einfach, nachdem ich Schaum genommen habe, einfach mit dem Finger abgewischt. Und da sieht man, dann hängt da kein Schaum mehr drunter und läuft auch nichts nach. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Und auf jeden Fall hat man so den Spülstand etwas sauberer. Ist aber weiter kein Problem. Es ist bis jetzt noch nicht runtergetropft. Ich werde das gleich mal ausprobieren und einfach mal über Nacht einen Tropfen hängen lassen. Und dann werden wir am anderen Tag weitersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.